ganzen Internet findet man kaum Informationen über den Buren Niklas van Rensburg. Besonders viel hat er über den Dritten Weltkrieg berichtet. Niklas van Rensburg kam am 30. August 1864 als Kind einer Burenfamilie im südafrikanischen Wolmaranstadt zur Welt. Statt die Schule zu besuchen, musste er seinem Vater auf dem Bauernhof helfen. Während er zwar ansatzweise die Buchstaben und Worte in der Bibel lesen kann, bleibt er des Schreibens unkundig. Sein einziges Buch war und blieb die Bibel. Erst viel später bat er seine Tochter, seine Visionen aufzuschreiben. Aus diesen Aufzeichnungen entstand das Buch Voice of a Prophet. Zu Deutsch Worte eines Propheten, der Seher van Rensburg. Bereits im Alter von 7 Jahren hatte Niklas seine ersten Visionen. Aufgrund seiner hohen Trefferquote gelangte der religiöse Seher sehr bald zu der Überzeugung, seine Visionen direkt von Gott zu bekommen. Die prophetische Gabe Niklas van Rensburgs wurde nicht nur von seinem direkten Umfeld geschätzt. Während der Burenkriege diente van Rensburg auf Seiten des burischen Militärs im Kampf gegen die Engländer. Seine zahlreichen seherischen Hilfestellungen aus der damaligen Zeit sind belegt. Viele weltpolitische Ereignisse hatte van Rensburg bereits vor dem Eintreten des Burenkrieges gesehen. Einige Beispiele: die spanische Grippe von 1918. Beide Weltkriege, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Und Rensburg sah auch die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung. 19:16 Uhr, die Nachrichten melden, dass von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausreisen durften. Van Rensburg sagte den Aufstieg und Fall des russischen Kommunismus voraus. Er prophezeite die Unabhängigkeit für Irland, Indien und Südafrika. Und auch die Gründung der Vereinten Nationen. Befassen wir uns nun mit seinen Aussagen über die Gegenwart und die nahe Zukunft. Denken wir daran, der Seher lebte von 1864 bis 1926. Wir betrachten nun der Reihe nach die Schauungen Rensburgs und ob diese jetzt schon zutreffen. Die Medien verbreiten absichtlich Desinformationen. Die Kerzen der Information wurden ausgelöscht. Terroristische Aktionen, sogenannt friedlicher Demonstranten. Es ist an der Zeit, die Lügen der Massenmedien aufzudecken und diese ins Bewusstsein der betrogenen Völker zu bringen. Und die Lügen der Massenmedien wiegen schwer. Kiew. Die einseitige Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Demonstranten in der Ukraine sorgt erneut für Zusendungen und Hilferufe an die Medienklagemauer. Europa steht nur noch unter einer Regierung. Obwohl sie nach außen gut dasteht, ist sie teuflisch und korrupt. Von Niklas van Rensburg. Zahllose Ausländer wandern nach Europa ein, daraus resultierend ein zunehmender Nationalismus in der westlichen Welt, der Aufstände, Brandstiftung, schwerste Zusammenstöße bis hin zum Bürgerkrieg provoziert. Finanzieller Zusammenbruch Europas, möglicherweise einhergehend mit einer Hungersnot. Während einer Friedensverhandlung werden mehrere Personen erschossen. Es wird auch noch von einem Umsturz in Russland berichtet.
Nach dem erneuten Umsturz in Russland soll im Nahen Osten jedoch noch ein Herrscher einen Krieg entfachen, der zum Dritten Weltkrieg führt. Japan wird durch Erdbeben und deren Folgen zerstört. Bei dieser Prophezeiung handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um das Erdbeben von 2011, sondern um eine noch größere Katastrophe. Hier sehen wir die Bilder von 2011. Wie auch die meisten europäischen Seher sah Nicolas van Rensburg einen dritten Weltkrieg auf uns zukommen. Die entsprechenden Visionen wurden von seinem Umfeld auswendig gelernt, mündlich überliefert und in den 40er Jahren niedergeschrieben. Auch hier kann man keine klare Aussage über die Chronologie der Ereignisse treffen. Prophezeiung: Russland stößt sehr schnell und ohne nennenswerten Widerstand bis nach Spanien vor. Was Sie hier sehen, sind modernste Angriffswaffen der russischen Armee. Prophezeiung: England trifft aus Furcht vor einem Angriff ein Geheimabkommen mit den Russen und gibt westliche Militärgeheimnisse preis. Die Amerikaner erkennen den Verrat und bekämpfen die Engländer in Ägypten. Amerikanische Truppen besiegen die Russen in Syrien und in Palästina. Das Land Israel wird dabei vollkommen zerstört. Es fließt mehr Blut als jemals zuvor. B- und C-Waffen kommen zum Einsatz, eventuell auch Atomwaffen. Am schlimmsten sind jedoch elektrische Strahlen, welche Tod und Verderben säen. Und das sind die elektrischen Strahlenwaffen, die EMP-Kanonen, elektromagnetische Impulse, Skalarwaffen, Laserwaffen. All dies hat Rensburg schon vorausgesehen. Alles hat den Anschein, als würden die Russen siegen. Eine finstere Stimmung macht sich breit. Spanier, Amerikaner und Deutsche ringen die Angreifer in den Pyrenäen nieder. Die deutschen Truppen seien mit Geheimwaffen ausgerüstet, welche von Deutschland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges versteckt worden seien. Die russischen Truppen ziehen sich zurück und bombardieren trotz des Vertrages England, und Spanien erobert Gibraltar. Nicolas van Rensburg: Wenn diese Dinge beginnen, steht in Deutschland ein Mann auf, der die Zügel übernehmen wird. Er sagt, die Deutschen haben diese Übernahme viele Jahre im Geheimen vorbereitet. Und die Waffen, die Deutschland produzieren wird, werden von so einer Art sein, dass viele Länder Angst haben werden, Deutschland anzugreifen. Die Deutschen werden auch befreit, erlangen all ihre Ländereien in Europa zurück und werden so mächtig, dass sich Deutschland nach dem Ende des Dritten Weltkrieges am Kopf des Tisches sitzen sehe. Und jetzt bekommt Deutschland seine Gelegenheit, all seine Männer zu rächen, die nach einem Krieg gehängt wurden. Rensburg sagte übrigens, man solle den Leuten nicht all seine Voraussagen zur Kenntnis geben, speziell nicht jene über die deutsche Macht. Rensburg sagt, der Krieg beginne
im April oder Mai. Damit ist wohl der Krieg gedacht im Nahen Osten. In Afrika kämpften weiße und schwarze Südafrikaner mit deutscher Waffenhilfe gegen Truppen aus dem Nordosten Afrikas. Während dieses Kampfes werden die Truppen von einer großen Dunkelheit eingehüllt. Danach entsteht ein neuer Burenstaat. Die Nachkriegssituation. Deutschland erklärt Frieden in Europa und erhält die ehemaligen Gebiete zurück. Deutschland wird in kurzer Zeit zur mächtigsten Nation. Russland, England, die USA und Frankreich werden schwach. Die neue Afrikanernation wird wirtschaftlich stark und ein Aushängeschild des Christentums. Viele Europäer wandern dorthin aus. Was sagen andere Seher im Vergleich? Sehen wir uns jetzt etwas genauer an, was an Irrmeyers Prophezeiungen angeblich oder tatsächlich so beunruhigend ist. Ein ganz grundlegender Aspekt bei Irrmeyers Voraussagen ist dabei der, dass er sich mit vielen anderen europäischen Sehern deckt und man ihn ohne weiteres als repräsentativ für einen Großteil der europäischen Prophetie betrachten kann. Die Übereinstimmung der Voraussagen Irrmeyers mit den anderer Seher betrifft eine Fülle von Hauptthemen. Eines davon ist der völlig überraschende Angriff Russlands auf Westeuropa. Zunächst einmal sagt Alois Irrmeyer nicht nur einen russischen Angriff voraus, sondern auch den Umbruch in Osteuropa. In der altbayerischen Heimatpost vom 20. November 1949 konnte man lesen: Drüben im Osten gibt's noch einen großen Umschwung. Das geht noch nicht so geschwind und es werden allerhand Kämpfe vorausgehen. Aber es kommt. Wer einmal das Kreuz nimmer acht, der hat verspult. Und der Stalin will mit dem Kreuz nichts zu tun haben. Genauso ist ja bei uns in Deutschland gewesen. Wie er die Oberen von unserem Herrgott lassen haben, da ist Unglück auch schon geschehen. Da Irrmeyer an anderer Stelle voraussagte, deutsches Militär würde Russland nach dem prophezeiten Krieg etwa 2 Jahre lang besetzen, kann sich der Umschwung im Osten nicht auf die Zeit nach dem Krieg beziehen. Denn die westeuropäischen Besatzungstruppen würden logischerweise erst dann wieder aus Russland abziehen, wenn in Moskau die kriegstreiberische Elite entmachtet ist und eine neue, wirklich pro-westliche Regierung fest im Sattel sitzt. Sobald Russland diese stabile, pro-westliche Regierung hätte, wäre ein Umschwung im Osten überhaupt nicht mehr nötig und schon gar nicht ein großer Umschwung im Osten. Demnach müsste es in Russland zuerst einen politischen Umbruch geben, also das Ende des Kommunismus, und danach müsste in Moskau erneut eine kriegsbereite Elite an die Macht kommen. Was die Zeit vor dem russischen Überraschungsangriff betrifft, so soll es in Europa zu erheblichen wirtschaftlichen Turbulenzen kommen, die, so nicht nur Irrmeyer, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen, insbesondere in Italien und Frankreich, aber auch in Deutschland. Zu den Unruhen in Deutschland gibt es von Irrmeyer eine Aussage, die erstmals im Jahre 1990 veröffentlicht wurde. Irrmeyer soll gesagt haben: Zuerst kommt ein. Und das sind die elektrischen Strahlenwaffen, die EMP-Kanonen.
elektromagnetische Impulse, Skalarwaffen, Laserwaffen. All dies hat Rendsburg schon vorausgesehen. Alles hat den Anschein, als würden die Russen siegen. Eine finstere Stimmung macht sich breit. Spanier, Amerikaner und Deutsche ringen die Angreifer in den Pyrenäen nieder. Die deutschen Truppen seien mit Geheimwaffen ausgerüstet, welche von Deutschland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges versteckt worden seien. Die russischen Truppen ziehen sich zurück und bombardieren trotz des Vertrages England, und Spanien erobert Gibraltar. Nikolaus von Rendsburg: Wenn diese Dinge beginnen, steht in Deutschland ein Mann auf, der die Zügel übernehmen wird. Er sagt, die Deutschen haben diese Übernahme viele Jahre im Geheimen vorbereitet. Und die Waffen, die Deutschland produzieren wird, werden von so einer Art sein, dass viele Länder Angst haben werden, Deutschland anzugreifen. Die Deutschen werden auch befreit, erlangen all ihre Ländereien in Europa zurück und werden so mächtig, dass sich Deutschland nach dem Ende des Dritten Weltkrieges am Kopf des Tisches sitzen sehe. Und jetzt bekommt Deutschland seine Gelegenheit, all seine Männer zu rächen, die nach einem Krieg gehängt wurden. Rendsburg sagte übrigens, man solle den Leuten nicht all seine Voraussagen zur Kenntnis geben, speziell nicht jene über die deutsche Macht. Im ganzen Internet findet man kaum Informationen über den Buren Nikolaus von Rendsburg. Besonders viel hat er über den Dritten Weltkrieg berichtet. Nikolaus von Rendsburg kam am 30. August 1864 als Kind einer Burenfamilie im südafrikanischen Wolmaranstad zur Welt. Statt die Schule zu besuchen, musste er seinem Vater auf dem Bauernhof helfen. Während er zwar ansatzweise die Buchstaben und Worte in der Bibel lesen kann, bleibt er des Schreibens unkundig. Sein einziges Buch war und blieb die Bibel. Erst viel später bat er seine Tochter, seine Visionen aufzuschreiben. Aus diesen Aufzeichnungen entstand das Buch Voice of a Prophet. Zu Deutsch Worte eines Propheten, der Seher von Rendsburg. Bereits im Alter von 7 Jahren hatte Nikolaus seine ersten Visionen. Aufgrund seiner hohen Trefferquote gelangte der religiöse Seher sehr bald zu der Überzeugung, seine Visionen direkt von Gott zu bekommen. Die prophetische Gabe Nikolaus von Rendsburgs wurde nicht nur von seinem direkten Umfeld geschätzt. Während der Burenkriege diente von Rendsburg auf Seiten des burischen Militärs im Kampf gegen die Engländer. Seine zahlreichen seherischen Hilfestellungen aus der damaligen Zeit sind belegt. Viele weltpolitische Ereignisse hatte von Rendsburg bereits vor dem Eintreten des Burenkrieges gesehen. Einige Beispiele: die spanische Grippe von 1918, beide Weltkriege, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, und Rendsburg sah auch die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung. 19:16 Uhr, die Nachrichten melden.
dass von sofort an DDR-Bürger direkt über alle Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ausreisen durften. Von Rendsburg sagte den Aufstieg und Fall des russischen Kommunismus voraus. Er prophezeite die Unabhängigkeit für Irland, Indien und Südafrika. Und auch die Gründung der Vereinten Nationen. Befassen wir uns nun mit seinen Aussagen über die Gegenwart und die nahe Zukunft. Denken wir daran, der Seher lebte von 1864 bis 1926. Wir betrachten nun der Reihe nach die Schauungen Rendsburgs und ob diese jetzt schon zutreffen. Die Medien verbreiten absichtlich Desinformationen. Die Kerzen der Information wurden ausgelöscht. Terroristische Aktionen, sogenannt friedlicher Demonstranten. Es ist an der Zeit, die Lügen der Massenmedien aufzudecken und diese ins Bewusstsein der betrogenen Völker zu bringen. Und die Lügen der Massenmedien wiegen schwer. Kiew. Die einseitige Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Demonstranten in der Ukraine sorgt erneut für Zusendungen und Hilferufe an die Medienklagemauer. Europa steht nur noch unter einer Regierung. Obwohl sie nach außen gut dasteht, ist sie teuflisch und korrupt. Prophezeiung von Nicolas van Rensburg. Zahllose Ausländer wandern nach Europa ein, daraus resultierend ein zunehmender Nationalismus in der westlichen Welt, der Aufstände, Brandstiftung, schwerste Zusammenstöße bis hin zum Bürgerkrieg provoziert. Finanzieller Zusammenbruch Europas, möglicherweise einhergehend mit einer Hungersnot. Während einer Friedensverhandlung werden mehrere Personen erschossen. Es wird auch noch von einem Umsturz in Russland berichtet. Nach dem erneuten Umsturz in Russland soll im Nahen Osten jedoch noch ein Herrscher einen Krieg entfachen, der zum Dritten Weltkrieg führt. Japan wird durch Erdbeben und deren Folgen zerstört. Bei dieser Prophezeiung handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um das Erdbeben von 2011, sondern um eine noch größere Katastrophe. Hier sehen wir die Bilder von 2011. Wie auch die meisten europäischen Seher sah Nicolas van Rensburg einen dritten Weltkrieg auf uns zukommen. Die entsprechenden Visionen wurden von seinem Umfeld auswendig gelernt, mündlich überliefert und in den 40er Jahren niedergeschrieben. Auch hier kann man keine klare Aussage über die Chronologie der Ereignisse treffen. Prophezeiung: Russland stößt sehr schnell und ohne nennenswerten Widerstand bis nach Spanien vor. Was Sie hier sehen, sind modernste Angriffswaffen der russischen Armee. Prophezeiung: England trifft aus Furcht vor einem Angriff ein Geheimabkommen mit den Russen und gibt westliche Militärgeheimnisse preis. Die Amerikaner erkennen den Verrat und bekämpfen die Engländer in Ägypten. Amerikanische Truppen besiegen die Russen in Syrien und in Palästina. Das Land Israel wird dabei vollkommen zerstört. Es fließt mehr Blut als jemals zuvor. B- und C-Waffen kommen zum Einsatz, eventuell auch Atomwaffen. Am schlimmsten sind jedoch elektrische Strahlen, welche Tod und Verderben säen. Rendsburg
Flensburg sagt, der Krieg beginne im April oder Mai. Damit ist wohl der Krieg gedacht im Nahen Osten. In Afrika kämpfen weiße und schwarze Südafrikaner mit deutscher Waffenhilfe gegen Truppen aus dem Nordosten Afrikas. Während dieses Kampfes werden die Truppen von einer großen Dunkelheit eingehüllt. Danach entsteht ein neuer Burenstaat. Die Nachkriegssituation. Deutschland erklärt Frieden in Europa und erhält die ehemaligen Gebiete zurück. Deutschland wird in kurzer Zeit zur mächtigsten Nation. Russland, England, die USA und Frankreich werden schwach. Die neue Afrikanernation wird wirtschaftlich stark und ein Aushängeschild des Christentums. Viele Europäer wandern dorthin aus. Was sagen andere Seher im Vergleich? Sehen wir uns jetzt etwas genauer an, was an Irrmayers Prophezeiungen angeblich oder tatsächlich so beunruhigend ist. Ein ganz grundlegender Aspekt bei Irrmayers Voraussagen ist dabei der, dass er sich mit vielen anderen europäischen Sehern deckt und man ihn ohne weiteres als repräsentativ für einen Großteil der europäischen Prophetie betrachten kann. Die Übereinstimmung der Voraussagen Irrmayers mit denen anderer Seher betrifft eine Fülle von Hauptthemen. Eines davon ist der völlig überraschende